Hey Freunde, Ray hier, willkommen zurück bei den Eskapisten, Staffel 2, Episode 2. Und ich kann euch eins sagen, das ganze Gescoute von der letzten Episode, das war alles nicht umsonst, denn ich habe mir jetzt schon wieder einen perfekten Masterplan zusammengestellt, wie ich am besten aus diesem Stalag-Flucht rauskomme. Naja, ob der wirklich so perfekt ist, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Allerdings möchte ich euch den Plan noch nicht verraten, ich will ja nicht spoilen, es soll ja alles schön spannend bleiben. Was ich euch allerdings verraten kann, ist folgendes, dass dieser Plan aus ganz vielen kleinen Stückchen besteht, ganz viele kleine Stages, ist wie ein großes Puzzle, wenn man so will, wo man erstmal die ganzen kleinen Stücke sammeln muss und dann am Ende grinden sie perfekt ineinander und dann ergibt sich ein Bild und auf dem Bild ist dann Hanuta, wie er in Freiheit ist, nackt, mit Blättern vor dem Gemächt. So, allerdings brauchen wir jetzt erstmal eine gute Waffe, das ist nämlich der erste Schritt in meinem Plan. Und um die gute Waffe zu kriegen, brauche ich eigentlich nur noch ein Kabel, weil den Job in der Holzarbeit, den habe ich ja schon. Die Morgenkontrolle werde ich jetzt skippen. So, und dann gehe ich wieder ein bisschen die Schreibtische meiner Mitmenschen durchwühlen. So, hier, so, hier können wir mal gucken in Julien. Julien, hast du bitte ein Croissant dabei? Nee, eine Crafting Note. Ja, brauche ich alles nicht. Eine Crafting Note brauche ich nicht. Ich weiß doch, wie alles geht. Ich bin doch allwissend. Ich war auch genug in der Bibliothek und habe Hentais gelesen. Ja, es ist ein bisschen doof. Im Moment hat niemand, und zwar wirklich niemand, ein Kabel in der Zelle. Ist allerdings jetzt erstmal nicht schlimm. Habe ich nicht Illegas dabei? Nee, alles klar. Ich habe ja auch da, ich habe ja auch aus meinem Fehler vom letzten Mal gelernt. So, dann legen wir jetzt erstmal hier die Items hin. So, hier eins hin. Und dann machen wir jetzt erstmal die Holzarbeit. Ja, es ist ein bisschen doof, dass ich jetzt gerade meinen Job so viel machen muss und so viel Zeit damit verschwende. Aber ich würde den doch schon gerne behalten, den Job hier in der Holzarbeit. Weil der wird mir später noch ganz praktisch kommen. Wegen bestimmten Items, auf die ich dann Zugriff habe. So, aber eins kann ich euch sagen, mein Plan involviert auch, dass ich den Job später noch wechseln werde. Wozu? Das erfahrt ihr, wenn es soweit ist. Aber für jetzt muss ich erstmal meine Arbeit machen. So, alles klar. Job erledigt. Tschüss. Fertig sind wir. Gut, dann wollen wir uns nochmal ein bisschen umgucken hier. Und zwar seinen Job hätte ich ganz gerne von David. Der lädt nämlich gerade Kisten um. Mhm. Ihr werdet sehen, warum ich diesen Job später haben will. Ich hoffe zumindest, dass es alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ich weiß es nämlich selber nicht genau, ich habe es nicht ausprobiert. Aber das ist ja hier für uns alle eine Lernerfahrung, gell? So, ein paar von euch haben mir auch einfache Wege in die Kommentare geschrieben, wie ich denn hier ausbrechen könnte. Aber ich will es mir auch nicht zu einfach machen. Ich bin ja, ich brauche eine Herausforderung, Leute. Ich bin Mastermind. Klar, ich könnte jetzt, wenn ich wollte, in 2 Minuten ausbrechen. Ist gar kein Problem. Ich könnte hier das Schloss knacken mit meiner Haarnadel, die ich in meinem blauen Haaren versteckt habe. Könnte ich meine Rehfreunde rufen und auf denen in die Freiheit reiten. Oh, hier. Nein, Arne. Bleib doch hier. Kann ich dich nochmal kurz verprügeln? Ich will ganz gucken, was du dabei hattest. Ich will ganz kurz nur gucken. Ich hoffe, gerade kommt kein Guard. Ich verliere gerade. Scheiße, Mann. Das ist nicht gut, wenn ich so schwach bin. Ich brauche unbedingt schnell meine Waffe. Aber zum Glück bin ich sehr viel schneller als er. Ja gut, dann trainiere ich in der Zwischenzeit. Weil in keiner der Zellen ist nämlich das Item, was ich brauche. Aber ich gucke nochmal, was Julien verkauft. Ja, Kabel. Ja, nice. So. Jetzt weiß ich gar nicht, können wir eigentlich jetzt während dieser Zeit auch in die Holzarbeit? Nee, können wir nicht. Scheiße, ich habe meinen Job erledigt, darum kann ich da nicht zurück. Ach, ist das doof. Na gut, dann muss die Umsetzung des Plans bis morgen warten. So, egal. Jetzt ist natürlich Übungszeit, das ist ganz gut, weil so kann ich ein bisschen stärker werden. Ey, hier werden wieder Leute verprügelt. Ja, ich will ihn doch nur durchsuchen. So, eine Glasscherbe, nee, brauche ich nicht. Hier liegt noch einer, das ist der Anil. Kann ich bitte... Ja, ist doch gut. Meine Güte, ich wollte ihn doch nur runterräumen. Ich habe euch einen Gefallen getan. Der hätte uns auf die Matte gekotzt, weil ihr ihn in den Bauch getreten habt. Verdammte Guards. So, jetzt ist Freizeit. In der Freizeit werde ich noch ganz kurz meine Stärke trainieren. Und dann gehe ich jetzt in die Bibliothek und ein paar Hentais lesen, damit ich wieder schlauer werde. Weil sonst hänge ich morgen in der Holzarbeit rum und weiß nicht mehr... Ach, scheiße. Ich bin zu müde. Nein! Sonst hänge ich morgen in der Holzarbeit rum und dann weiß ich nicht mehr, wie man die Waffe baut. Und das wäre natürlich nicht so praktisch. Dann muss ich wieder mit Hack warten. Hi Rüdiger, na was geht? Guck, da oben patrouilliert nämlich Rüdiger gerade. Das heißt, wenn ich da meinen Tunnel gegraben hätte, dann wäre es vielleicht schief gegangen. Dann hätte ich hier gegraben, dann wäre er hier. Das ist Adam. Natürlich ist es Adam. Auch er guckt natürlich nochmal zur Sicherheit. Wisst ihr, in der Zeit hätte ich mich im Schrank versteckt da. Und dann wäre Adam angekommen und hätte mich aber gefunden. Dieser verdammte Adam. Ich werde sicherstellen, dass ich in diesem Let's Play noch oft verprüge. Oft. Ganz, ganz oft. Aber erstmal muss ich intelligent werden. Wie intelligent bin ich denn jetzt? 70. Ich glaube, das reicht nicht. Ich muss sehr schlau sein, um ein Kabel in ein Stück Holz stecken zu können. Ja, 82, das sollte eventuell reichen. Jetzt gehe ich Abendessen, weil jetzt bin ich ausgehungert, jetzt bin ich kaputt. 86% Müdigkeit, ich glaube, das ist genug. Mal schauen, was hat er denn hier zu verkaufen? Nein, bleib stehen, Entschuldigung. Oh, wie böse er jetzt auf mich ist, nur weil ich ihn runtergeschubst habe. Noch ein Kabel. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Quests machen wir gleich, wenn ich dann meine Waffe habe. So.
Und weil sonst können wir, ist es ein bisschen schlecht mit Leute verprügeln. Obwohl, vielleicht möchte jemand, dass ich die Guards gerade mal ablenke. Hallo, ich würde gern... Alter Schwede. So. Nein, ich möchte doch... Ich wollte dich nicht vertreiben, Mann. Ich wollte doch nur gucken. Einen Kamm willst du haben. Er möchte einen Kamm haben. Gut, was möchtest du? Ein Familienfoto, einen Kamm. Erik, was hättest du denn gerne? Auch irgendwas? Alter, bleib doch stehen. Ein Bedsheet. Auch das können wir dir gerne geben. Jetzt ist schon wieder Holzarbeit. Wieso ist denn jetzt schon wieder Holzarbeit? Ich hatte doch heute schon Holzarbeit. Oh, das kommt mir ja super gelegen. Dann gehe ich da jetzt mal rein. So, passt auf. Ach, hier ist ja meine Holzarbeit. Wie doof. Wie doof war ich denn vorhin? So, ja, dann lege ich jetzt erstmal schnell meine Items ab hier. Und mache kurz meinen Job erstmal wieder. Und nur noch ein Tisch. Nur noch ein Tisch. So, beide Tische da rein. Job ist fertig für heute. Aber zwei Stück Holz nehme ich mir vielleicht trotzdem nochmal mit. Und zwar gehe ich jetzt ins Crafting-Menü, Stück Holz, Kabel, Stück Holz und habe wieder Nunchakus. Ja, so, das ist nämlich die beste Waffe, ja, wie gesagt, außer der heißen Schokolade im Spiel. Aber jetzt sollte ich wieder super stark sein. Wenn ich die jetzt ausrüste, dann kann ich damit auch durch den Detektor... Hier ist gar kein Detektor. Ach nee, der ist ja da vorne. Aber warum bin ich dann nicht einfach hier reingegangen? Ach, ist das alles doof. Man muss ja sein Gefängnis erstmal kennenlernen. So, damit wäre auch schon der erste Schritt erfüllt und jetzt sollte ich ziemlich leicht Leute verprügeln können. Ich probiere das mal kurz an David aus. Und er geht sofort zu Boden. Oh, danke für das Familienfoto. Wer wollte das gleich noch haben? Das war Matze. Matze möchte die Familie von David sehen. Alles klar. Ich weiß nicht, warum ist das irgendwie... Ja, ich will es gar nicht wissen. Wer ist denn nochmal Matze? Matze, Jan Philipp, Matze. Da, hier. So, ich habe bitteschön Davids Familie. Hier, guck sie dir an. Ich weiß nicht, was du damit willst. Geht mich im Prinzip auch nichts an. Jetzt werde ich erstmal noch ein bisschen, ja, ich will eigentlich gar nicht jetzt stärker werden. Ich will erstmal Leben aufbauen, damit ich es leichter habe, Guards zu verprügeln. Und das ist nämlich der nächste Schritt in meinem Superplan. Guards verprügeln, damit ich an bestimmte Items rankomme, und zwar zwei. Erstmal werde ich jetzt allerdings zurück zu meiner Zelle gehen. Und vielleicht das Talcumpuder, solange es noch legal ist. Weil wenn ich es mit anderen Sachen kombiniere, dann ist es ja nicht mehr so legal. Dann kann ich das jetzt erstmal in meinen Schreibtisch packen. Und jetzt werde ich erstmal Guards verprügeln gehen. Wer ist denn gerade zufällig da? Hallo, ich bräuchte gerade mal einen Guard. Hilfe, Niklas belästigt mich. Guard, wo ist meine Rape-Pfeife? Da kommt Jerome. Hier, Jerome. Jerome, komm mal kurz mit. Komm mal kurz mit hier oben rein, damit niemand uns sieht. So, ich hoffe, das schaffe ich. Ja, Jerome ist down. Oh, und er hat den Zellenschlüssel dabei. Jawohl, perfekt. Oh, wartet mal, jetzt habe ich die Items gar nicht mitgenommen. Verdammt. Gut, merke ich mir und klau mir erstmal nur das Guard-Outfit, denn auch das brauche ich. Wie gut, dass wir jetzt schon sofort wissen, wer den Zellschlüssel hat. Sehr gut. Jetzt gehe ich in meine... Ich finde meine Zelle nie. Ich finde meine Zelle nie beim ersten Mal. So, hier Zahnpasta, Talcumpuder. So, und vielleicht können wir es sogar jetzt noch schnell machen. Schnell, 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 schnell. Bevor er wieder aufsteht. Oder wir warten, bis er wieder aufsteht. Nur so zur Sicherheit. Ja, perfekt. Und wieder down. Zellschlüssel. Und ein Zellschlüsselabdruck. So, den schnell wieder zurückpacken. Nichts gemerkt, alles noch da. Ha, mein Plan läuft grandios voran, Freunde. Jetzt brauche ich im Prinzip nur noch geschmolzenes Plastik. Und ich weiß zufällig, dass ich ja auch ein Feuerzeug habe. Das heißt, ich klaue mir eventuell den Kamm von Erik. So, nimm mein Feuerzeug, mach geschmolzenes Plastik. Und dann mache ich den Zellenschlüssel. So ein Fake-Zellenschlüssel. Und jetzt, Freunde, jetzt habe ich ein Guard-Outfit und den Schlüssel für die Zelle. Das heißt... Oh nein, nein, bitte nicht. Oh, wieso habe ich so viel Heat? Alter Schwede, war das knapp. Okay, nee, ich bleib hier. Oh Gott, das wäre jetzt fast schief gegangen. Sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht. Ich nehme schnell ein Bedsheet und pack das vor die Tür. Du Scheiße. Warte, oh nein, jetzt ist abendlicher Kontrollruf. Jetzt ist abendlicher Kontrollruf und gleich geht die ganze Scheiße hier auf Lockdown. Gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Packen wir es in meinen Schreibtisch. Werd kurz abgesniped. Das war beabsichtigt gerade, so. Geh schnell zum abendlichen Kontrollruf. Weil jetzt habe ich meine Items nicht verloren. Weil ich gerade getötet wurde, als ich sie nicht dabei hatte. Ich guck nochmal kurz, was sie hier für Sachen verkaufen. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Und ihn hier... Ja, brauche ich im Prinzip auch nichts. Puh, Freunde! Freunde, das war knapp. Beinahe wäre mein Plan aber zunichte geworden hier. So, gehe ich jetzt schnell wieder hier rein und nehme, weil ich nicht weiß, wer eine Zelldurchsuchung bekommen hat, nehme ich jetzt erstmal wieder die Items an mich. Frage ist, was mache ich jetzt? Möchte ich gerne speichern? Ich glaube, ich möchte gerne speichern. Mit dem Plan, mit dem weiteren Gescoute fangen wir morgen an. Ein neuer Tag und eventuell ein neuer Ausbruch.
Nee, heute noch nicht, Freunde. Heute noch nicht. Macht euch keine großen Hoffnungen. Ich befinde mich gerade immer noch in der Planungsstage. Und jetzt kann ich auch Quests annehmen. Was möchte er denn hier? Während der nächsten Übungszeit möchte er, dass ich die Wachen ablenke. Aber ich habe auch noch so viele Quests. Oh, warte, wer wollte das Bedsheet haben? Das war Erik. Erik, aber du bist doch in meiner Zelle. Ich hätte dir einfach meins geben können. Wo bist denn du, Erik? Hallo. Oh, wie schön, ich habe eine Zelldurchsuchung. Interessiert mich überhaupt nicht. Bitteschön, ein Bedsheet. Quest komplett. $181. Sehr gut. Bevor der nächsten Holzarbeit muss ich allerdings darauf achten, dass ich meine Items wieder zurückbringe. Oder ich gehe hintenrum rein. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwo noch so ein Kontrollding ist. Egal. Es gibt noch einen weiteren Platz, den ich jetzt ausscouten muss. Vor der nächsten Nacht. Und da gehe ich jetzt erstmal auf die Suche nach. Aha. Wisst ihr, Leute, der Platz, den ich gesucht habe, das ist der Stromgenerator. Weil anscheinend, und den netten Tipp habe ich bekommen, dass wenn ich mich jetzt unter dem Zaun durchgraben möchte oder ihn kaputt machen möchte, muss ich vorher den Generator ausschalten. Das heißt, ich brauche irgendwie einen Weg, wie ich da reinkommen könnte. Mit dem roten Schlüssel wäre das möglich, den brauche ich dann. Und den Rest habe ich eigentlich fast schon dann. Naja, nee, eigentlich nicht. Ich brauche dann noch ein paar Items, die ich mir besorgen werde. Aber das heißt, ich brauche jetzt auch noch den roten Schlüssel. Talcompuder habe ich, glaube ich, noch eins bei mir in der Zelle. Oh, jetzt ist erstmal Holzarbeit hier. Ich achte schön drauf, dass ich hintenrum reingehe. Nee, kann ich gar nicht. Verdammt. Ja, dann lagere ich schnell meine Items. Ich habe ja eine Zelldurchsuchung. War die jetzt schon? Ich könnte es mir eigentlich leisten, jetzt gefeuert zu werden, wenn ich auf meine Waffe aufpasse. Ah, es ist so schwer, es ist verdammt schwer. Allerdings kriege ich jetzt auch wieder Heat. Ja, ich pack. Oh Gott, ich hoffe ernsthaft, dass heute nicht meine Zelle durchsucht wird. Ich pack vielleicht die Items lieber in Eriks Zelle, so dass er den Arsch voll kriegt, wenn die durchsucht wird. So, alles cool. Ja, ich gehe ja schon. Holz und so. Holz. Holz ist wichtig, weiß ich doch. Also, ich brauche noch unbedingt diese Folge, den roten Zellschlüssel. Dann wäre es cool, wenn ich eine Pickaxe auftreiben könnte. Und dafür brauche ich nochmal wieder Talcompuder. Ne, ich habe kein Talcompuder mehr, verdammt. Erstmal schnell wieder die Items holen. Das heißt, ich muss jetzt ganz dringend Talcompuder finden, um mir noch so eine Abdruckmasse zu machen. Feuerzeug wäre nicht schlecht, aber vielleicht hat ja irgendwer eins dabei. Dann müssen wir rausfinden, wer den roten Zellschlüssel hat. Ah, Freunde, es wird. Die Tinte nehme ich mir auch mal mit. So, jetzt ist Übungszeit, alles klar. Während der Übungszeit sollte ich doch, glaube ich, wieder jemanden ablenken. Aber 40%. 40%, jetzt ist die Frage, mache ich das jetzt? Ja, ich mache das jetzt einfach mal. Und zwar lenke ich die ab, indem ich mich ausziehe. Was, das hat nicht funktioniert, oder was? Wie, sollte ich nicht jemanden ablenken? Ja, sollte ich. Hat das nicht geholfen, dass ich mich ausziehe? Ich habe doch sofort alle Blicke auf mich gezogen. Na gut, anscheinend nicht. Klebeband. Klebeband. Brauche ich Klebeband? Eigentlich brauche ich keins. Allerdings, wenn ich Metall finde. Ich nehme es einfach mal mit. Kann man vielleicht dabei haben. Jetzt verprügelt der mich. Zählt das immer noch nicht als Ablenkung? Ja, das hat aber jetzt als... Nein, 99%. Das ist jetzt scheiße. Jetzt muss ich irgendwie hier drin bleiben. Bis die Heat-Anzahl runtergeht. Wenn ich jetzt sterbe mit all meinen illegalen Items dabei, dann bin ich ein bisschen am Arsch. Renn, Hanuta, renn! Renn so schnell du kannst! Renn so schnell deine Waffeln halten. Freizeit, hört auf mich zu verkloppen, es ist Freizeit. Ich möchte meine Freizeit gerne in Ruhe verbringen. Ich möchte gerne rausgehen und spielen mit meinen Freunden. Bitte lass mich doch jetzt mal in Ruhe, Mann. Unter 90%, bitte. Bitte in die Dusche. So. Ja. Nice. Sicher. Gut, ich bin sicher. Was brauche ich jetzt? Ich brauche Talcompuder. Ja, genau, das war's. Schnell, irgendwer muss Talcompuder verkaufen. Ein Feuerzeug. Kann ich gebrauchen. Kommt mir ganz gut. Wenn ich jetzt allerdings noch Talcompuder finden würde. Das heißt, wieder Zellen durchsuchen. Julian, du hast doch garantiert Talcompuder. Nee, okay. Da ist wieder Niklas. Ah, schnell. Ich will das noch schaffen, bevor der Tag vorbei ist. Das wäre so nice. Obwohl, dann fehlt mir immer noch ein ganz essentielles Item. Fuck, da habe ich nicht dran gedacht. Ah, Freunde, es kommt alles zusammen. Ich habe einen Plan und ich werde ihn verfolgen. Vielleicht will ich wieder ein paar Leute verprügeln hier. Vielleicht, ich weiß nicht, kriege ich Heat, wenn mich keiner dabei erwischt? Wie ist es denn, wenn ich jetzt Erik verhaue? Warum verkloppe ich den so langsam? Alter Schwede, brauche ich lange, um Erik zu verkloppen. Habe ich meine Waffe nicht mehr oder was? Was? Verdammt, nein, ich habe vergessen, dass ich die Waffe dabei hatte. Shit. Alter, scheiße. Egal. Die Welt geht nicht unter. Ich habe zum Glück noch meinen Holzarbeitsjob. Puh, das wäre es fast ganz knapp gewesen hier. Ach, fuck, zum Glück habe ich jetzt keinen Garten mehr angegriffen. Gut. Müssen wir noch ein bisschen warten. Das ist aber allerdings kein Problem. Ist kein Problem, weil wir haben eh noch nicht die Items, die ich brauche. Eine Glasscherbe, ja, die nehme ich mir mal mit. Oh, vielleicht, wartet mal, wo ist denn mein Klebeband eigentlich hin? Habe ich mein Klebeband in die Zelle gepackt?
Ich habe doch nicht mein Klebeband. Doch, habe ich. Wartet mal, wenn ich jetzt das Klebeband und die Glasscherbe... Ja, dann kann ich mir so ein Glasschenk bauen. Das hat allerdings Haltbarkeit, aber ist wahrscheinlich auch eine ganz gute Waffe. Tu es also fürs Erste. Ich werde einfach mal Jesse probeweise verprügeln. Ja, doch. Oh, und sogar der Gefallen hier. Und eine Medaille habe ich dafür sogar bekommen. Dankeschön, Dankeschön. Nice. So, jetzt ist Abendessen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Jetzt habe ich eine Waffe. Jetzt brauche ich aber immer noch Talkumpuder. Naja, vielleicht verkauft mir beim Abendessen irgendwer Talkumpuder. Ich bin sogar einfach jetzt mal brav. Hier. Er kommt hier gerade rein. Wer ist das? Matze. Oh, mein bester Freund. Was verkaufst du mir? Nichts, was ich brauche. Dankeschön. Hättest du mir nicht gerade eben verkaufen können, die Metallplatte? Dann hätte ich mir so ein gepanzertes Outfit wieder basteln können. Fuck. Niemand sonst. Niemand sonst. Nur Matze hat mich lieb. Erik, Bruno, Niklas. Hier, überall mein Daumen hoch. Nee, ich will dir kein Poster finden. Wer ist das hier? Jesse. Ja, Jesse habe ich gerade verprügelt. Nein, Spielkarten gebe ich dir nicht. Nein, eine Taschenuhr gebe ich dir auch nicht. Ja gut, bleibt mir nicht viel anderes übrig, als jetzt wieder ein bisschen zu warten. Obwohl, da wird wer verprügelt. Hat er zufällig was dabei, Matze? Nee, nur deine Crafting Note. Hier oben ist noch einer gestorben. Jesse. Nee. Naja. Hähnchenkeule. Au, nee, what the fuck, hör auf. Gut, nur 36% Heat. Das ist schon wieder der verdammte Adam. Okay, Adam, weißt du was? Jetzt reicht's mir aber hier, komm. Geh down. Oh, das wird knapp. Alter Schwede. 4%? 4 Leben. Das war aber sauknapp und er hat den Utility Key dabei. Oh, hört ihr, wie ich meine Hände in Erwartung reibe? Ich esse lieber mal die Hähnchenkeule. Gibt mir das auch Leben? Nee, gibt's natürlich nicht. Dann sollte ich jetzt eventuell trainieren gehen, damit ich schnell wieder Leben dazukriege, bevor Adam beschließt, sich zu rächen. Auch er hat nichts zu verkaufen für mich. Ja, das mit den Items, ich weiß nicht, ob das heute noch alles besonders gut klappt. Hier, wer ist das? Jesse? Jesse, warte mal. Was hast du zu verkaufen? Superkleber. Oh, und so viel Talkumpuder! Ja! Alles her damit! Alles immer her damit! Jesse, dankeschön, Jesse! Du bist die Beste! Der Beste! Bist du in diesem Gefängnis ein Transvestit? Ich weiß es gar nicht. Wir sagen einfach mal, nee, natürlich nicht. Du bist eine wunderschöne Frau mit Glatze. Gut, zur Duschzeit komme ich ein bisschen später. Ey, nein, hör auf jetzt hier. Hör auf, Adam, ich muss ganz schnell. Nein, oh fuck, so viel Heat, ich wollte ihn nicht aufheben. Ha, shit, 6%, das ist so knapp. Feuerzeug, meins. Ich könnte jeden Moment draufgehen, Leute, Fuck, Hilfe, helft mir doch, wenn mich einer jetzt auch nur antippt, bin ich down. Das ist alles umsonst gewesen. Alles war umsonst, wenn, okay. Adam scheint sich beruhigt zu haben. Der kommt ja immer noch. Nee, der hat sich nicht beruhigt, der Spacko. Jetzt hör auf, Adam, mein Erzfeind. Das kann nicht sein, dass du immer derjenige bist. Ja. Lass mich in Ruhe. Bist du? Lol. Ja, er kann. Hier, David. Dankeschön fürs Lollen. Dankeschön, Arschloch. Nein, lass mich. Adam, jetzt hör auf jetzt. Nein, ich will das nicht. Jetzt ist abendliche Kontrollruf, Mann. Hör auf, du Spacko. Ich will nicht sterben. Oh, wenn ich jetzt sterbe, das ist alles Adams Schuld. Hat Adam sich beruhigt? Adam hat sich beruhigt. Oh Gott. Ist das alles schlimm? Bruno und Jesse. Gut, ich nicht. Ja, ich bin erstmal nur froh, dass ich diesen Tag überlebt habe. Das kann nicht sein. Puh, Mensch, ich lebe hier am Limit. Das ist alles Leben am Limit. Gut, wir wissen allerdings erstmal, dass Adam den Utility Key hat. Das ist schon mal nicht schlecht. Jerome hat den Cell Key. Adam hat den Utility Key. Das heißt, irgendwer muss den roten haben. Wer den hat, werden wir wahrscheinlich nächstes Mal rausfinden. Und hoffentlich kriegen wir dann nächstes Mal auch irgendwie ein spitzhackenähnliches Device. Allerdings werde ich jetzt erstmal das Talkumpuder so hier lagern. Ist ja alles nicht illegal. Die einzigen illegalen Sachen habe ich bei mir. Das heißt, ich bin komplett safe. Und kann jetzt im Prinzip den Tag beenden. Ja. Und nächste Folge, Freunde. Nächste Folge werden wir ein spitzhackenähnliches Device holen. Werden rausfinden, wer den roten Key hat. Und dann werden wir uns nachts rausschmuggeln als Guard. Freunde, nächste Folge wird super. Oh, ich freue mich drauf. Das hier ist noch die Planungsfolge. Nächste Folge wird schon ein wenig in Aktion gemacht. Aber ist dann auch erstmal nur noch Vorbereitung. Wahrscheinlich. Ich will gar nicht so viel labern. Ich spoil schon wieder. Oh, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Hier war Ray. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Anschauen des Videos. Besucht Sir Ray Lowe auch auf Facebook sowie auf Twitter. Abonniert den Kanal noch heute und wir erwarten euch mit Kuchen.